In letzter Zeit reizt mich immer mehr die Distanzradfahrten. Und so bin ich dieses Jahr nicht nur mehr Gravel gefahren, sondern ich bin auch auf die Gravel-Serie aufmerksam geworden. Habe entdeckt, wie geil es ist, Offroad-Strecken zu ballern, lange Strecken zu fahren, mit Overnighter, ohne Overnighter. Und jetzt stell dir mal vor, da ist plötzlich ein anderes Land, ein Gebirge, Offroad, Regen und du stellst dir eine Herausforderung, die du vielleicht nicht jeden Tag erlebst. Ich bin gerade in Wien und fahre heute den Super Gravel von Wien nach Berlin. Das sind ca. 780 Kilometer, 5000 bis 600 Höhenmeter, einmal komplett durch Tschechien und das wird eine ganze Weile dauern. Und dabei dürft ihr mich heute begleiten. Und ganz ehrlich, dieses Ding war überhaupt kein Zuckerschlecken. Ich habe geflucht, wir hatten zwei Tage Regen, Gewitter, schlechtes Wetter, viel nassen Untergrund und schaut euch das ganz einfach selber an. So, der grobe Plan ist etwa erstmal in der Gruppe aus Wien raus. Dann haben wir ca. 100 Kilometer bis Tschechien und dann wird's wild. Wenn ihr mehr von solchen bekloppten Sachen sehen wollt, abonniert den Kanal. Danke! So, das erste Hindernis. Ja, grüß Gott von Kilometer 40. Ja, immer noch in Wien. Und jetzt kommen schon die ersten Anstiege. Ein bisschen spechelig am Berg, aber eigentlich läuft noch alles recht stabil. Es ist übrigens brechend warm. Die Sonne ballert. Aber bei Checkpoint Nummer 1 ist auch Wasser. Original Langdistanzradfahrt. Hier ist eine Straße. Und wir machen sowas. Ja, gut an der Strecke ist, kannst du dich bergab sogar halbwegs erholen. Ja, okay. Kein Trail bergab, nicht so rücken. Also bisher ist die Streckenführung mega, mega schön. Viel Schotter. Richtig angenehm. So, Kilometer 57. Wir haben Trinkwasser. Huhu. So, ihr dürft jetzt mal raten, ob es heute noch regnet oder nicht. Ich bin für nein. Und natürlich macht sowas in einer Gruppe viel, viel mehr Spaß. Man ist nicht alleine, man fährt automatisch ein schnelleres Tempo und man ist vor allem nicht zwei Tage allein. Fucking check hier. So, da ist das dunkle Grau. Berlin, München, Deutschland allgemein war gestern Weltuntergang. Hier war jetzt auch gerade ein Blitz und Donner. Ja, mal gucken, was geht. Oh, Unwetter, Regen. Wie man sieht, es wird richtig schön. Es ist richtig geil, gemütlich. Wir haben Ende August Distanzradfahrt Wien-Berlin 2022. Irgendwer hat mal gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Ja. Willkommen zur Distanzradfahrt 2022 Wien-Berlin. Es regnet. Oh, geil. So, Kilometer 110 etwa, hatten gerade Mittagspause und jetzt sind wir auch schon in Tschechien. Ich muss sagen, dieser Part war für mich einer der schlimmsten. Ich bin einmal direkt weggeknickt, richtig schön mit dem Fuß umgeknickt. Da ist die Laune einfach mal auf 100% plus. So, wie ihr seht, wir sind gerade voll im Tschechien-Modus. Schieben, viele Baumstämme. Bin schon mehrmals runtergerutscht, weil es ziemlich nass ist. Einmal umgeknickt, aber noch ist alles schick. So, Kilometer 125. Meine Laune ist wieder ganz okay, nachdem ich vorhin umgeknickt bin und wir direkt danach den Trail hochschieben mussten. War sie ziemlich im Keller. Und jetzt kommt die Sonne wieder raus und alles ist mega, mega schick.
ist gar nicht mal so safe hier. Ich bin gerade weggerutscht. Einfach mal, weil wirklich der Rasen komplett nass ist. Und ja, selbst bei langsamen Geschwindigkeiten kannst du dich packen. So, jetzt haben wir uns dazu klar erwiesen und haben meinen Hindernis weggeräumt. So, mal was für die Statistik. Wir haben es jetzt 18:30, haben jetzt 135 Kilometer und sind um 10:30 gestartet. Das ist mega anstrengend. Wir fahren gerade über den Acker. Es ist schön. Es ist immer in Tschechien. Und haben gerade Wasser aufgefüllt. Und weiter geht's. Oh, meine Schaltung hat gerade gehackt. Ich habe ein Problem. Die Kette schlackert. Das muss ich mir demnächst mal angucken. So, ich bin mittlerweile alleine. Ist jetzt für mich vielleicht auch entspannter. Ich werde irgendwann demnächst mal anhalten, schaue mir die Schaltung an und dann fahre ich entspannt weiter, soweit ich heute komme. Da ich mittlerweile alleine fahre, ist jetzt auch gar nicht so schlimm. Jetzt kann ich immerhin meine Musik hören, fahre mein Tempo. Die Probleme mit der Kette habe ich übrigens immer noch. Ich kann es jetzt nicht zuordnen, was das ist, wo das herkommt. Aber naja, ich fahre soweit es geht und mal schauen. Also, kleines Update aus dem Cockpit, bevor es jetzt komplett dunkel wird, habe ich nochmal angehalten, nochmal kurz Pause gemacht, habe vorhin die Kette sauber gemacht, hat nichts gebracht und jetzt habe ich die Nase vom Schaltwerk ein bisschen nach oben gemacht, weil die nicht mehr ganz gerade war. Vielleicht hat die sich irgendwie verstellt und ich glaube fast, jetzt läuft mein Schaltwerk wieder ein bisschen besser und dieses Schlackern ist hoffentlich weg. Oh, meine Laune ist jetzt wieder wunderbar und jetzt fahren wir noch ein bisschen in die Nacht rein. Pünktlich zur Dunkelheit, natürlich auch noch Regen, läuft bei mir. Kleines Zwischenupdate, es ist auf jeden Fall wieder Gewitter, zum Glück nicht über mir. Ja, mal gucken, ich habe jetzt 260 Kilometer. So, Kilometer 202, ich bin gerade in Iglau. Hab meine Kopfhörer verloren, bin einigermaßen müde, höre gerade Podcast und fahre noch ein bisschen und werde mich dann wohl in die Bäume hängen. So, wieder auf dem Bock. Jetzt könnt ihr euch den Spaß nochmal persönlich angucken. Theoretisch haben wir jetzt schon die Hälfte an Höhenmetern überhaupt. Und ja, wird lustig. Mir tut ein bisschen den Hintern weh. Hab noch 2 Liter Wasser und weiter geht's. Und irgendwie ist es doch Ironie des Lebens. Hier am Ende der Welt kommst du mit wenig Schlaf klar, dir tut der Hintern weh, du schaffst es trotzdem 200 Kilometer am Tag zu radeln und zu Hause kommst du nicht mal ohne Kaffee aus dem Bett. Also ich würde sagen, wir haben echt das beste Wetter zum Fahrradfahren erwischt. Nicht. Ich habe mir übrigens für den Super Gravity dieses Osman runtergezogen. Da sieht man die Points of Interest und demnächst kommt sogar eine Trinkwasserquelle. Was sagt ihr zu diesen Tracks? Geil oder ist es euch das zu viel? Die Trinkwasserquelle habe ich gefunden. Das scheint das Ding zu sein. Ganz ehrlich, besser als nichts, weil bei Kilometer 300 kommt das nächste Wasser und ja. So, Tag 2, wieder grau in grau. Bin noch nicht so viel weitergekommen. Habe aber gerade einen Pflaumenbaum gefunden, richtig cool. Und ja, jetzt hat schon wieder angefangen zu regnen. Ich habe mir jetzt die Ringjacke angezogen. Schön, aber ist okay. So, Fun Fact: Mir tut übelst der Hintern weh. Ich habe mir jetzt die zweite dünne Bibshorts, die ich bei habe, übergezogen. Jetzt geht es ein bisschen besser. Gerade mal wieder Schiebepassage. Circa Kilometer 245. Es geht immer weiter bergauf. Läuft doch.
ich will ja nicht sagen, dass es regnet, aber ja, die ganze Zeit. Also wir haben ja echt jeden Untergrund dabei. Viel Geröll, Schlamm. Aber ich muss sagen, man kommt schneller voran als beim Ultra 500 in Leipzig im Erzgebirge. Von daher ist es auch ziemlich positiv. Meine Strategie in Tschechien wird es vermutlich sein, immer Obst einzusammeln, wenn ich was finde. Wie die Pflaumen, die Äpfel. Und so komme ich bisher eigentlich sehr gut voran. Ich habe gerade unser Supportfahrzeug gefunden, habe ein bisschen Wasser aufgefüllt, ein paar Milchbrötchen gegessen, mir Bananen mitgenommen. Und jetzt ist mir arschkalt. Aber hilft nur eins, weiterfahren. Und zur Not habe ich noch ein Winterbase Layer in der Arschrakete. So, willkommen aus dem Busch. Den kann ich ganz schön eindrücken. Ich glaube, ich habe ein Blatt, probiert es aber nochmal zu pumpen. Und wenn nicht, muss ich halt einen Reifen wechseln. Was würdet ihr machen? Ständig nachpumpen? Oder sagt ihr, ich fahre tubeless, ich habe gar keine Luft im Schlauch? Oder würdet ihr einfach direkt den Reifen wechseln? 291 Kilometer, noch ca. 10 Kilometer bis zum nächsten Checkpoint. Ich muss sagen, ich bin relativ müde. Könnte schon wieder ein paar Stunden schlafen. Aber ich werde demnächst mal zusehen, dass ich was zu essen kriege. Und ja, jetzt wird weiter gehuscht. Wie ihr seht, auf dem Super Gravel wird hier echt alles geboten. Anspruchsvolle Trails, Geröll, Berge, Abfahrten und ja. Wenn man sich mal so überlegt, dass man als Radreisender einfach mal so ein fremdes Land durchquert und Tage dort verbringt, du kennst die Sprache nicht, aber du hast ein Ziel und du lebst quasi auf dem Rad, das ist auf jeden Fall wieder und immer wieder eine Erfahrung für sich. So, perfekt, gerade zeckt das mal wieder so richtig und was habe ich gefunden? Pflaumen. Also, das ist die perfekte Jahreszeit eigentlich für diese Radfahrt. Ich fahre übrigens ziemlich weit am Straßenrand, weil die meisten Autos nicht so groß sind, überholen. So, wir haben Mitternacht, ich habe ein bisschen mehr als 400 Kilometer, bin kurz vorm vierten oder fünften Checkpoint. So werde ich heute schlafen, werde mich jetzt für 3 bis 4 Stunden hinlegen, einfach mal, weil ich kurz vor der Burg kommen keine Bäume, es wird immer kälter, ich könnte jetzt weiterfahren, aber ich nutze einfach die Zeit, lege mich kurz hin und dann sehen wir uns später. So, guten Morgen. Ich habe jetzt bis 6 Uhr geschlafen. Die Nacht war arschkalt. Ich war um 4 Uhr wach, aber es war so kalt, dass ich nicht aus dem Schlafsack wollte. Ich habe mir jetzt echt nochmal alles angezogen, was geht. Einfach mal, weil es jetzt am Anfang richtig, richtig kalt wird. Verlasse jetzt die Baustelle, putze mir gleich nochmal die Zähne und dann fahren wir weiter. Ich habe folgende Probleme. Meine Powerbank ist fast alle. Mein Handy ist jetzt voll. Mein Navi kann ich nochmal laden und ja, der restliche Strom geht auf jeden Fall für das Navi
der restliche Strom ist auf jeden Fall fürs Navi und ja, dann muss ich mal gucken, wie ich weitermache, ob ich mir eine Powerbank kaufe oder ja, hätte ich mal im Hotel geschlafen. So, jetzt muss ich mal kurz mit dem Handy filmen, also wie gesagt, die GoPro zickt richtig rum, da ist die Burg, da geht's hoch, bei 54 ist die Grenze, ab da wird's flach, Deutschland und ja, mal schauen, ob ich überhaupt noch filmen kann oder ob ich euch Bilder zeige. Ich weiß es nicht. Ich möchte euch das unbedingt nochmal zeigen, deswegen filme ich das jetzt auf mein Telefon. Also da geht's jetzt hoch. Ich schiebe schon die ganze Zeit durch den Wald. Also auf dem Wahoo ist der Trail nicht zu sehen und ich habe richtig viel Spaß. Track mal neu geladen, auch per Element Room und keine Ahnung, ich irre hier echt rum. Es ist Geröll, ich will hier eigentlich nur noch weg. Mittlerweile bin ich wieder auf dem Track und der ganze Weg hier ist alles weggespült. Das ist halt so die Angst, die ich auch bei Thjof in seinem Video hatte, ne? Also dass halt der ganze Regen, der kann dir den ganzen Untergrund so sau machen, ne? Bin gerade komplett, also nicht komplett, aber mit dem Fuß zumindest im Wasser versunken. Mir ist alles voll gewuchert und ja, ich habe mega viel Spaß gerade und hoffe, der Weg wird bald besser. Beziehungsweise sobald ich aus Tschechien raus bin, wird es besser. Gut, die Wege sind... Wege. Also, wenn man dann endlich wieder so einen Weg sieht, da freut man sich aber so richtig. Eins kann ich euch auf jeden Fall sagen, auf diesem Track, da lernt man auf jeden Fall Asphalt richtig zu schätzen. Wir schlagen uns jetzt übrigens weiter durchs Gebirge in Richtung Grenze, also noch ca. 30 Kilometer. So, nachdem ich mich durch den ganzen Untergrund gequält habe, wird es jetzt wieder richtig, richtig schön. Das ist so ein Genuss. So, mittlerweile 10 Kilometer vor der deutschen Grenze, vielleicht auch weniger. Da muss ich jetzt hoffentlich nicht hoch. Gerade ein bisschen Landstraße gehabt, aber trotzdem sehr viele Trails. Rasen, Gras, Wiese, also ich komme ein bisschen schleppend voran. Vielleicht schlafe ich heute Abend im Hotel, lade meine Akkus auf und dusche vielleicht mal und dann ja, sehen wir weiter. Noch ca. 10-15 Kilometer bis zur Grenze und noch ca. 30 Kilometer bis Zittau. Da hoffe ich, kann ich was essen, meine Powerbank aufladen und dann mal schauen, wie weit ich heute komme oder ob ich wirklich ins Hotel muss. Immer noch auf der tschechischen Seite, aber ich wollte euch mal die Aussicht zeigen. Ich habe gerade eben meinen Schlauch getauscht, weil ich eigentlich seit einem Tag Schleicher habe. Und hoffe mal, dass ich jetzt rüber nach Deutschland komme, irgendwo meine Powerbank laden kann und den Rest kennt ihr. Wie es aussieht, sind wir wieder auf der deutschen Seite. Yay, ich hab's nach Deutschland geschafft. Ich hatte am ersten Tag schon mal einen technischen Defekt wegen meinem Umwerfer. Und jetzt ist das schon wieder so festgerottet. Schaut mal hier. Die Kette hängt an dem Zahn und gut, aber dadurch können beim Schalten am Berg extreme Probleme entstehen und aber dadurch können beim Schalten am Berg halt richtig krasse Probleme entstehen und ja, es geht weiter. So, kleiner Zwischenfall, aber diesmal kenne ich das Problem zum Glück schon. Meine Kette, die schlabbert wie Hechtsuppe. Und am ersten Tag hatte ich das auch, da habe ich vom großen Blatt aufs kleine geschaltet und dann hat sich diese Nase hier ein bisschen verstellt, weil zu viel Druck dran war. Die Kette, die hing an diesem Zahn dran, die Kette hing hier richtig fest unter Spannung oder Dreck, keine Ahnung. Und jetzt machen wir das erstmal wieder ordentlich und dann kann ich hoffentlich weiterfahren. Zur Erklärung, also vorher hing das so. Und jetzt, wenn ich das straff ziehe, dann ist die Kette auch wieder straff. Tja, leider ging dann gar nichts mehr. Ich konnte erst gar nicht mehr schalten.
irgendwann nach ein bisschen Getüftel habe ich es nochmal irgendwie hinbekommen. Letztendlich bin ich die 7 Kilometer nach Zittau gefahren, habe am Aldi gebremst, habe mir den Magen vollgeschlagen und bin dann in den ICE. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und ich muss sagen, es war trotzdem eine richtig krasse Herausforderung. 5000 Höhenmeter, fast 500 Kilometer und es war schon ein anderes Level. Allein der Regen, der hat uns so zugesetzt. Fahren bei Gewitter, sehr viel Einsamkeit und es war schon ziemlich cool. Und wir sehen uns nächstes Jahr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ciao!